Jetzt geht's ab, Mann. Ich bin Elir, bin 17 und komme aus Zürich-Schwamendingen. Und was bringt Elir zu uns in die Markhalle? Mein Talent ist Tanzen, also Pop-Pink, Freestyle und halt auch imitiert Michael Jackson. Einfach alles miteinander gemischt. Er eifert jemandem nach, aber er lebt auch etwas vor. Ich versuche auch irgendwie ein Vorbild zu sein für meine jüngeren Brüder. Sie sollten auch etwas daraus machen, aus ihrem Leben. Auch wenn wir so eine schwierige Situation erlebt haben. Die schwierige Situation prägt Elir sein Leben. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Sie hat Krebs gehabt. Es kommt mir so vor, als ob es vor ein paar Tagen passiert wäre. Aber ich muss jetzt weiter schauen, weil meine Mutter will ja, dass ich etwas mache aus meinem Leben. Das Ziel gibt Elir Kraft. Kraft, die er auch weitergeben kann. Also ich versuche, ein Vorbild zu sein für meinen Bruder. Und dass ich ihm auch irgendwie helfen kann. Weil er ja sozusagen keine Mutter mehr hat, weil er auch so jung ist. Und ich glaube, er ist auch sehr stolz auf mich, dass ich dort mitmache, wie der grösste Schweizer Talent. Wo er auch hergeht, im Herz dabei ist immer auch seine Mutter. Ich bin traurig, dass sie nicht mehr da ist. Aber ich glaube, sie wäre richtig stolz auf mich, wenn ich auf so eine grosse Bühne tanzen darf. Und das will ich auch. Und ich will es dann auch allen zeigen, dass ich tanzen kann. Zeig's uns, Elir. Wir schauen zu. Hallo. Hoi. Willkommen bei den grössten Schweizer Talent. Ja, also ich bin der Elir, bin 17 und komme aus Zürich-Schwamendingen. Und ja. Und was machst du? Ich tanze für euch. Also ich mache Freestyle. Okay. Freestyle mit Popping und Michael Jackson imitiert. Und wie lange machst du das schon? Ich mache das schon seit einigen Jahren, sagen wir es mal so. Aber mit diesem Stil habe ich seit 2-3 Jahren so angefangen. Halt. Aufgeregt? Ja, das bin ich. Okay. Toi, toi, toi. Bühne gehört dir. Merci vielmals. Yes!
Wenn Leute wie du auf die Bühne kommen und dann nachher, man macht sich ja irgendwie gleich gerade so ein bisschen Vorurteil, haben wir gerade, ich habe gedacht, ein bisschen komisch angemalt. Und habe ich mich geistig schon ein bisschen verabschiedet. Plötzlich kommt da der junge Typ aus Schwammendingen und überrascht uns alle. Ich glaube, das Publikum auch, oder? Und ich habe doch gesagt, in der Schweiz hat es grausam gute Tänzer mit viel Potenzial. Willkommen auf dieser Bühne. Merci. Ich weiss nicht, ob du das weißt oder ob dir das jetzt das erste Mal jemand sagt. Du hast alles. Du hast Drama, du hast Talent, du hast Ausstrahlung. Du weißt mit 17 genau, was man machen muss. Du bist eine riesen Überraschung für mich. Willkommen bei den grössten Schweizer Talenten. Wow, merci vielmals. Ja, Bobo hat schon alles gesagt. Für mich auch bist du einer der grössten Schweizer Talente. Also, sicher. Merci. Mach dann. Roman? Ja, von mir? Ja. Ja! Für Leute wie dich haben wir die Sendung gemacht. Dreimal ja! Jawohl, Junge! Ja! Merci zusammen! Schritt für Schritt hast du das Publikum und die Jury erobert. Wie fühlst du dich jetzt, Ilir? Fassungslos. Ich realisiere es gar noch nicht so, dass ich es geschafft habe.